Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Time Out, den Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit dem ersten richtigen Heimspiel der Saison 2010-2011 am Sonntag, den 10. Oktober 2010, EC Bad Nauheim gegen den EV Duisburg im renovierten Kölner Neidstadion, also das erste echte Heimmatch der neuen Spielzeit. Mit beim Einlauf dabei die Kleinsten der Roten Teufel, eher vielleicht hier eine Option für die Zukunft. Er natürlich stolz, mit den Profis, mit der Oberligamannschaft einlaufen zu dürfen zu diesem ersten richtigen Highlight der Saison vor über 2000 Zuschauern im Köln-Neidstadion, also dieses Traditionsduell. Die Roten Teufel hatten ja 3:2 nach Penalty am Freitag in Dortmund gewonnen und wollten auch nachlegen in diesem Spiel. Das komplette Team angetreten, Trainer Fred Carroll konnte auf alle Spieler zurückgreifen. Erste Minute, üben war es Dennis Cardona und drüben Fiedler. Der Markus Keller prüft gleich viel Tempo in der Partie und hier ein vermeintliches Foul vom Ex-Teufel Franz Fritzmeier. Aber der Unparteiische ließ es gut durchgehen, denn er sorgte so für Tempo. Es war ja auch ein faires Spiel, da war eigentlich nicht viel zu bemängeln und deswegen viel Tempo in diesem Spiel. Das wollte man sehen. Zwei Top-Mannschaften in dieser Liga. Man vermutet ja beide ganz vorne in der Oberliga West. Die Roten Teufel mit ein bisschen mehr Spielanteil in diesem ersten Abschnitt. Sie sollten es aber, das frühe Tor zu machen. Möglichkeiten waren da und Duisburg versuchte mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Ein Drehschuss, ja, völlig aus dem Nichts. Bergstermann mit der 0:1 Führung wurde noch behindert von Alexander Baum, aber irgendwie schaffte er es im Fallen, die Scheibe mit der Rückhand an Markus Keller vorbei zur 0:1 Führung vorbeizubringen. Ja, das war fast schon ein Schock für die Fans, aber nicht für die Mannschaft, denn die machte weiter Druck. Dennis Cardona, der Kämpferblock jetzt auf dem Feld, Strafe angezeigt gegen Franz Fritzmeier. Und gepfiffen, also der frühere Teufel auf der Strafbank, Powerplay für die Gastgeber. Die Scheibe lief gut an der blauen Linie, aufs Tor gebracht und Renkwitz im Tor. Der Duisburger bekam doch einiges zu tun. Nächste Szene, immer wieder schön Bulli gewonnen an die blaue Linie und dann gleich verteilt auf die Außen vor das Tor gebracht. Und Tobi Schwab auf Manuel Weibler in diesem Powerplay, 9. Minute, also der Ausgleich 1:1. Weibler schon am Freitag im Slot stehend zum Torerfolg. Sehr schön auch angespielt von Tobias Schwab. Ganz wichtiger Mann, der Manuel Weibler weiterging ist in Richtung des Kastens von Renkewitz, dem Duisburger Goalie. Igor Filobock, der Neuzugang, mit einem schönen Spiel nach vorne, wurde dann aber gestoppt. Bad Nauheim versuchte nachzulegen, das zweite Tor zu machen, war voll im Spiel in der Partie, ganz zum Geschmack der 2000 Zuschauer. Die Scheibe lief wunderbar, fast schon das Tor an das Lattenkreuz, aber den Abstauber nutzt Lenny Gehr in der 12. Minute nach dem Schuss von Jan Barter, war schon gut und gerne hätte ein Treffer sein können. 2:1 Führung völlig verdient für die Roten Teufel. Und weiter ging es, Fiedler draußen, wieder Powerplay für die Gastgeber. Das System schnell im Scheibenbesitz. Sehr schön, da sieht man, dass man das Powerplay intensivst geübt und trainiert hat in der Vorbereitungszeit. Die Scheibe lief sehr ansehnlich wieder von den Kasten und dann wird es ganz eng. Immer wieder von der blauen Linie versucht man natürlich auf das Tor zu zielen und zum Erfolg zu kommen. Also das klappte schon vorbildlich und das bisschen Quäntchen Glück fehlte da aber auch. Das Zielwasser nicht ganz verdaut gewesen. Weiter der EC ist dran am dritten Treffer im Slot stehend. Unglaublich, Kai Pivovacic hatte die Riesenmöglichkeit auf dem Schläger. Und dann noch diese Szene in der letzten Spielminute im ersten Abschnitt. Dennis Cardona, da ist er schon frei durch, wird gestört von Schafranski. Das wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen zum dritten Treffer. So aber 2:1 nach den ersten 20 Spielminuten. Ab in den Mittelabschnitt und in diesem wurde Duisburg stärker. Bad Nauheim nur noch sporadisch wie hier durch Tobias Schwab. Kommen sie vor den Kasten von Renkewitz. Duisburg macht es wesentlich besser, war jetzt aggressiver zu Werke und vor allen Dingen mit den Blue Liner wie hier von Toni Bader. Versuchten sie jetzt Druck auszuüben auf Markus Keller. Die EC-Hintermannschaft war unter Bedrängnis, ja auch hier wieder mit Vorchecking. Zwar eine Strafzeit, aber es zeigte, wie die Gäste aus dem Ruhrpott zu Werke gehen würden. Fiedler noch zusätzlich mit 10 Minuten, weil er sich hier beschwerte nach diesem Foul
Aber das war kein Nachteil, denn Duisburg war voll im Spiel. Bad Nauheim nur mit wenigen Kontermöglichkeiten. War etwas zu passiv in dieser Situation. Und Duisburg, wie gesagt, gefährlich vor den Kasten. Da musste Markus Keller aufpassen. Hatte einen Moment lang die Scheibe aus dem Blick verloren. In dieser Szene noch Glück gehabt. Bad Nauheim nur mit sporadischen Angriffen. Wie gesagt, kein Pivovacek mal. Jetzt wieder Tobias Schwab. Ein paar Fernschüsse, mehr war da einfach nicht drin. Renkewitz kann die Scheibe nicht festhalten. Mit ein bisschen Glück wäre vielleicht hier das dritte Tor möglich gewesen. War es aber nicht. Stattdessen die Füchse, der frühere DL-Ligist, hier gelegt. 2 Minuten, klares Beinstellen gegen Lenny Gehr. Powerplay für Duisburg. Jetzt also die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Die Scheibe wieder gefährlich vor den Kasten. Markus Keller muss alles aufbieten. Gefährliche Szene, aber die Scheibe noch nicht befreit. Toni Bader, das sind immer wieder dieselben Protagonisten, die natürlich versuchen, hier zum Torerfolg zu kommen. Wieder Bader, wieder rüber quer gespielt. Wunderschön gemacht. Fiedler im Mittelpunkt. Taube. Das sind Namen, die kennen wir natürlich auch zum Beispiel aus dem Inlandhockey. Aber Bader hier spielt auf Janne Kujala. Abgefälscht. 32. Minute. Keine Chance für Markus Keller. Der Ausgleich ist, hatte sich abgezeichnet und angekündigt. Und dann sogar noch diese Szene einfach mal abgezogen. Vielleicht die Sicht versperrt. Abgefälscht. Wir wissen es nicht. Markus Keller hatte eigentlich freie Sicht. Mats Schöbel. Kurze Zeit später das 3:2. Auch völlig aus dem Nichts. Einfach mal abgezogen. Einfach draufgehalten. Und das dritte Tor. Ja, 2:1 Führung. Und dann 3:2 Hintertreffen. Fred Carey konnte es fast nicht glauben. War richtig entsetzt. Und Duisburg sogar noch mit der Möglichkeit, als Alex Baum draußen war, im Überzahlspiel vielleicht das vierte Tor zu machen. Und jetzt war Keller aber stets zur Stelle. So kennen wir ihn. Ja, 3:2 Rückstand nach 40 Spielminuten. Das war unnötig. Aber so ist nun mal Eishockey, das geht ganz schnell und Markus Keller weiß, vielleicht hätte er diesen einen Schuss halten müssen. Aber er hat auch schon viele Punkte gerettet, das ist keine Frage. Und falls ihm hier ein Verschulden zuzuschreiben ist, dann muss ihm das auch mal gegönnt sein. Keine Frage und kein Thema. Und seine Mannschaft nahm das auch gar nicht so schwer. Sie wollten den Ausgleich machen, sie gaben wieder Gas im letzten Drittel, wollten wieder ausgleichen. Kyle Pivovacek, das Zielwasser, wie gesagt, es war noch nicht so richtig justiert. Da war noch einiges möglich noch in diesen letzten 20 Minuten. Viele Schüsse auf den Kasten von Renkewitz. Und jetzt ging es mal richtig zur Sache. Vor allem, wenn Dennis Cardona natürlich auf dem Feld ist, dann ist das körperliche Element nicht weit. Jetzt noch zu sehen, wie der Torhüter Richtung Cardona geht und ihm hier mal die Meinung sagt. Aber wie gesagt, insgesamt auch nicht gerade unfair. Das kommt halt ab und zu mal beim Eishockey vor, das kennt man ja und das macht diesen Sport ja auch so interessant. Nächste Szene, Bad Nauheim wieder im Vorwärtsgang abgefangen. Weiter ging es unermüdlich, mit viel Einsatz, mit viel Kampf, die Roten Teufel. Und das wollten die Fans im Kölner Stadion natürlich sehen. Und das war dem Team hier gut zu schreiben, dass sie nicht das Spielerische suchten. Nein, sie versuchten mit Kampf, mit Einsatz und das gefiel auch Fred Carroll. Einzig das Ergebnis gefiel ihm bis dato noch nicht. Aber es sollte sich ja zum Glück ändern. Der EC fast nur noch im Drittel der Duisburger. Wieder die Scheibe in die Mitte, quer gespielt. Schön vor das Tor geschoben. Und da ist es passiert. Das Tor. Kyle Pivovacek, 56. Minute. Auf Vorlage von Lenny Gehr. Der Ausgleich zum 3:3. Völlig verdient zu diesem Zeitpunkt. Auch sehr schön gespielt. Immer die Querpässe an die Pfosten und dann quer geschoben, abgezogen. Wunderbar gemacht von Fred Carroll und seinem Team. Also, Ausgleich völlig verdient. Es ging in die Overtime. 4-4 wird dort gespielt. Schon in Dortmund nach dem 2:2. Eine Verlängerung passierte da nicht allzu viel. Aber hier sollte was passieren. Zwar dieses Duell. Manuel Weibler spielt ganz klar die Scheibe. Und der Unparteiische gibt Beinstellen. Also aus unserer Sicht auch ganz objektiv gesehen. Das war nie und nimmer ein Foul. Er zeigt es ja auch nochmal an, der Manuel Weibler. Die Scheibe ganz klar gespielt. Das war kein Foul. Er sauer. Das ist verständlich. Andy Lupzig, der Trainer der Duisburger, nimmt eine Auszeit. Weiß, jetzt kann ich hier den Zusatzpunkt holen. Fred Carroll, er mahnt natürlich seinen Mann. 4:3, also Powerplay. Und Duisburg mit den üblichen Verdächtigen, mit Toni Bader, versuchen den
Siegtreffer einzufahren. Scheibe kommt nicht raus. Querpass auf Janne Kujala. Da ist es passiert. Bader auf Kujala. Tor für die Gäste. 4:3. Sieg nach Verlängerung. Aber die Roten Teufel sollen sich nicht grämen. Es war ein tolles Spiel. Die Fans, sie waren zufrieden. Da war einiges drin. Und Duisburg gehört nun mal zu einem der Favoriten in dieser Liga. Aber auch die Roten Teufel. Also da kann man sich in Kürze wieder revanchieren. Wir verabschieden uns nach dieser tollen Partie von euch. Schaut wieder rein hier bei Timeout. Bis dahin, bleibt uns treu, macht's gut und tschüss.